Hallo! Ihr habt jetzt einige Informationen und Inputs zum Thema Ablenkung im Straßenverkehr und die daraus folgenden möglichen Gefahren und Risiken erhalten. Vielleicht habt ihr auch das digitale Wissensquiz gespielt. Eure Aufgabe ist es nun, euch Gedanken zum Thema und zu möglichen Präventionsmaßnahmen zu machen. Welche Information war neu für euch? Welche Information wusstet ihr schon? Und was war für euch besonders cool oder überraschend? Dafür gibt es jetzt einen von SWACO Young Mobility Ambassadors ausgeschriebenen Wettbewerb, bei dem ihr ab sofort mitmachen könnt. Eure Aufgabe dabei wird es sein, eine geeignete Umsetzung für eine Kampagne für Jugendliche zu entwickeln, und eure Fantasie sind dabei wirklich keine Grenzen gesetzt. Es gibt natürlich auch etwas zu gewinnen. Damit das möglich ist, kann sich eure Lehrkraft auf der SWACO-Website beim Wettbewerb anmelden. Für den ersten Platz gibt es 4.000 Euro für die Klassenkasse und einen Ausflug nach Wattens in die SWACO Traffic World und in die Swarovski Kristallwelten. Auf den zweiten Platz warten 3.000 Euro und auf den dritten 2.000 Euro. Was wären geeignete Möglichkeiten, andere Jugendliche auf dieses wichtige Thema Ablenkung im Straßenverkehr aufmerksam zu machen? Überlegt euch, wie ihr Gleichaltrige am besten erreichen könnt. Was braucht es, damit Jugendliche im Straßenverkehr aufmerksam bleiben und sich nicht durch ihr Smartphone, laute Musik, Freunde oder anderen Dingen ablenken lassen? Überlegt euch, wie ihr euer Thema am besten präsentieren könnt. Was wäre ein geeignetes Mittel dafür? Ihr könntet ein Plakat gestalten oder einen Radiobeitrag oder einen Podcast aufnehmen. Ebenso könntet ihr ein Video für TikTok oder Insta drehen oder eine App erfinden, einen Song oder eine Geschichte schreiben. Oder ihr könntet auch ein Spiel entwickeln. Macht euch auf jeden Fall Gedanken über die Machbarkeit. Also, wie könnt ihr euer Thema am allerbesten umsetzen? Wir empfehlen euch, euch zuerst in Kleingruppen zusammenzusetzen und Ideen zu sammeln, diese dann zu besprechen und die beste auszuwählen und am Ende umzusetzen. Viel Spaß!